als vor 20 Jahren in Osteuropa der Kommunismus untergegangen ist und die Kommunisten in Sack und Asche gegangen sind und sich entschuldigt haben und gesagt haben, ja, alles, woran sie jahrzehntelang geglaubt haben, das hat sich als Irrtum herausgestellt. Ja, und das ist ja auch das Mindeste, was man tun muss, wenn man so ein Desaster angerichtet hat. Aber jetzt schauen wir uns mal im Kontrast dazu an, wie heute diese neoliberalen Ökonomen, unsere wirtschaftsliberalen Ökonomen agieren. Deren Aufgeblasenheit ist ja wirklich bemerkenswert angesichts des Desasters, was die angerichtet haben. Aber völlig ungeachtet davon führen die immer noch die großen Sprüche. Sie werfen sich immer noch in die Pose der hochseriösen Experten und sagen uns, was wir jetzt zu tun haben. Noch mehr sparen, noch mehr Strukturreformen, noch mehr Entfesselung der Märkte und ja, nichts dürfen wir tun, was das Vertrauen der Märkte erschüttern oder gar nur ein bisschen irritieren kann. Das sagen uns unsere hochseriösen Experten in der Pose professoraler Aufgeblasenheit. Ein schönes Anschauungsbeispiel dafür lieferte vergangene Woche unsere hiesige Schmalspur-Ausgabe des hochseriösen Experten, der IHS-Chef Bernhard Felderer, der sich im Fernsehen quasi selbst entleibte, nur weil ihm der Herr Voggenhuber seine ideologische Blindheit vorgehalten hat. Daraufhin hat der Herr Felderer nur mehr gestammelt, hat überhaupt nichts mehr zu sagen gewusst, mit falschen Zahlen herumgeworfen und darauf gedrängt, dass dem Voggenhuber das Wort entzogen wird. Ja, so sind's unsere hochseriösen Experten. Wenn ihnen mal jemand widerspricht, dann wissen sie sich nicht mehr zu helfen und dann rufen sie, ja, wieso darf denn der das so lang so kritisch reden im Fernsehen? Wieso darf denn der das einen hochseriösen Experten kritisieren? Na, und was hat uns dieser Typus des hochseriösen Experten denn nicht alles erklärt in den vergangenen 20 Jahren? Zum Beispiel, dass unregulierte Märkte effiziente Märkte sind und dass vor allem je entwickelter und raffinierter Finanzmärkte sind, umso stabiler die Prosperität ist und die Risiken dadurch minimiert werden. Die große Moderation haben sie das genannt. Und wenn ihnen wer nur leise widersprochen hat, den hochseriösen Experten, dann wurde der gleich als ewig gestriger Sozialist denunziert. Na, und wer hat recht gehabt? Wem hat die Wirklichkeit recht gegeben? Na, den ewig gestrigen Sozialisten. Na, und was haben sie dann getan, nachdem sie das Desaster angerichtet haben, unsere hochseriösen Experten? Nachdem sie das Trümmerfeld hinterlassen haben? Haben sie sich dann entschuldigt, wie das jeder anständige Mensch tun würde, unsere hochseriösen Experten? Nein, sie kamen mit immer neuen Phrasendreschereien. Zum Beispiel, dass es die Krise gibt, weil wir über unsere Verhältnisse gelebt haben. Also ich weiß ja nicht, ich nehme an, die hochseriösen, die gut bezahlten hochseriösen Experten haben ganz bestimmt über meine Verhältnisse gelebt, aber ich habe es nicht. Und was haben sie denn noch alles erzählt? Dass die Staatsschulden das eigentliche Problem sind, dass die Regierungen schlecht gewirtschaftet haben und dass man deshalb jetzt überall die Staatshaushalte zusammenkürzen muss und die Löhne und die Renten zurückstutzen muss und dass man das in den krisengeschüttelten Ländern besonders tun muss. Man muss dort alles kürzen, nur so können die wieder rauskommen aus dem Loch. Ja, und die besten Ökonomen der Welt und unserer Zeit, Nobelpreisträger wie Paul Krugman oder Joseph Stiglitz, die sagen jetzt schon seit Jahren, und ich sage das auch schon seit Jahren auf diesem Blog, dass das nicht funktionieren kann, dass man sich aus Krisen nicht raussparen kann, sondern nur raus investieren, dass die Löhne in den starken Ländern steigen müssen, damit den angeschlagenen Ländern zumindest ein Teil der Anpassungsleistungen abgenommen wird, dass Austerität nicht funktioniert und einen Scherbenhaufen hinterlassen wird. Ja, davor warnen alle Leute, die von der Sache etwas verstehen, seit Jahren, aber man hat sie angegriffen, man hat sie denunziert, immer wieder angegriffen, angegriffen, angegriffen. Na, und wie sind jetzt die Ergebnisse? Wie ist der Test durch die Realität ausgegangen? Wer hat jetzt recht gehabt? Fliegen uns jetzt die Trümmer um die Ohren? Oder haben wir tatsächlich das Wunder der Erholung durch die Verabreichung schmerzhafter Medizin? Eben. Die hochseriösen Experten haben wieder einmal nicht recht gehabt. Ja, aber dann könnte man doch irgendwann einmal vielleicht diese Realität zur Kenntnis nehmen, oder? Ja, und dann haben sie noch etwas immer gesagt und das sagen sie bis heute, unsere hochseriösen Experten, das Zusammenkürzen und das Erzielen von Budgetüberschüssen ist deshalb das Wichtigste, weil man die Märkte beruhigen muss, damit die Märkte wieder Vertrauen zu uns fassen. Also man könnte jetzt fragen, warum müssen denn eigentlich die Märkte Vertrauen zu uns fassen? Nach dem, was an den Märkten passiert ist in den letzten 15 Jahren, könnte man doch auch sagen,
was muss getan werden, damit die Bürger endlich wieder Vertrauen zu den Märkten fassen. Aber gut, lassen wir das mal. Also sparen, damit die Märkte Vertrauen fassen. Das haben sie immer gesagt und das sagen sie bis heute. Das ist ihr letztes Mantra. Das haben sie sogar noch gesagt, als Standard & Poor's uns, erinnern Sie sich daran noch, uns runtergestuft hat. Da haben unsere hochseriösen Experten gesagt, sehen Sie, deswegen müssen wir die Sparanstrengungen jetzt noch verstärken. Dabei hat Standard & Poor's in seiner Begründung für das Runterstufen ja gesagt, der Grund ist dafür das schwache Wachstum und die Rezessionsgefahr in der Eurozone und weil die flächendeckende Austeritätspolitik das Desaster auch noch verschärft. Also, obwohl Standard & Poor's gesagt hat, dass sie uns wegen der Sparpolitik runterstufen, haben unsere hochseriösen Experten einfach gesagt, jetzt müssen wir besonders sparen, noch mehr sparen, damit wir unser AAA wieder kriegen. Da hat man ganz deutlich gesehen, die labern einfach nur sinnfreies Zeug daher. Man muss sich eigentlich fragen, ob irgendwann mal irgendetwas von dem gestimmt hat, was diese hochseriösen Experten behauptet haben oder wie große, sichere Meinungen, die nicht hinterfragt werden dürfen, vor sich hergetragen haben. Ja, und was machen eigentlich jetzt all diese Politiker, die bisher den hochseriösen Experten gefolgt sind? Die sagen jetzt selbst schon nur mit Kürzen, das funktioniert nicht, wir brauchen auch Wachstum. Und dann sagen, jetzt kommen dann wieder die hochseriösen Experten und die sagen, ja, Wachstum, aber das kriegen wir nur durch Strukturreformen, durch Arbeitsmarktreformen, Flexibilisierung und Deregulierung, Strukturreformen, wie sie das nennen. Ich kann dieses Wort Strukturreformen schon nicht mehr hören. Ja klar, man braucht immer wieder mal Strukturreformen, klar. Aber unser Problem im Moment ist ja der wirtschaftliche Einbruch und der Nachfrageausfall. Die Leute haben zu wenig Geld in der Tasche und die Unternehmen investieren nicht, weil sie nicht wissen, wer ihre Produkte kaufen soll. Die Fabriken fahren unter ihrer Kapazität. Ja, ich bin sehr für Strukturreformen, aber warum sollen in einer solchen Situation Strukturreformen irgendetwas ändern? Warum sollen die Unternehmen plötzlich Mut schöpfen und glauben, dass sich ihre Absatzaussichten irgendwie verbessert hätten, nur wenn sie Leute leichter kündigen können und für noch niedrigere Bettellöhne beschäftigen können. In Spanien, wo die bestausgebildeten jungen Leute arbeitslos sind und es sicher nicht die Angebotssituation am Arbeitsmarkt ist, die für die Beschäftigungskrise verantwortlich ist, weil da würden doch die bestausgebildeten Leute für kleines Geld arbeiten, wenn man sie nur ließe und wenn es nur irgendwo irgendeinen kleinen Job zu ergattern gäbe. Ja, all das ist natürlich haarsträubender, unlogischer Unsinn. Strukturreformen können im Boom vielleicht Beschäftigung schaffen, wenn eine Volkswirtschaft ohnehin auf Hochtouren fährt und die Beschäftigungssituation trotzdem unter ihren Potenzialen bleibt, dann meinetwegen, dann ist das ein Hinweis auf Strukturprobleme, aber doch nicht in einer Flaute und Depression, da bringt das exakt nichts oder sagen wir exakt fast nichts. Es spricht jetzt übrigens nicht dagegen, dass man notwendige Strukturreformen dort, wo sie notwendig sind, vornimmt, aber zu glauben, dass das jetzt eine Lösung für die wirtschaftliche Depression und die Beschäftigungskrise und die Krise in Europa ist, das ist falsch in diesem Moment, weil da muss die Antwort eben auf einer anderen Ebene gegeben werden. Aber immerhin, Sie sagen ja schon, Wachstum muss her. Und selbst der Chefvolkswirt der Deutschen Bundesbank sagt jetzt schon, wir müssen in den starken Ländern eine höhere Inflationsrate in Kauf nehmen, wenn wir den angeschlagenen Ländern ein bisschen von der notwendigen Anpassungsleistung abnehmen wollen. Und sogar der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, sogar der Schäuble, ja, dieser arroganteste neoliberale Scharfmacher fast in der europäischen Politik, der sagt jetzt, und zwar demonstrativ geradezu, während oder vor im Vorfeld der Tarifverhandlungen sagt er, dass Deutschland kräftige Lohnzuwächse braucht. Also all das, was viele, viele Leute und auch ich hier in diesem Blog seit, was weiß ich, wie lang schon, 3 Jahren immer wieder sagen und wo wir immer gescholten werden von diesen Leuten, die die Wahrheit nicht hören wollen, die glauben, einen Zug auskriegen zu müssen, wenn einer die Wahrheit sagt. Diese Leute sagen das jetzt plötzlich selber. Also immerhin, da gibt es bei den Politikern und bei den Verantwortungsträgern in wichtigen Institutionen wie der Europäischen Zentralbank und der Deutschen Bundesbank immerhin eine flache, sehr flache Lernkurve. Eine sehr flache, wahrscheinlich zu flache Lernkurve, aber immerhin. Aber die anderen, die in den vergangenen Jahren den akademischen, ökonomischen Diskurs bestimmt haben und diktiert haben, diese hochseriösen Experten, die stammeln weiter ihren Unsinn daher, unbeirrt von der Realität, unbeirrt von dem Desaster, das sie jedes Mal aufs Neue anrichten. Aber warum muss man diese Scharlatane
eigentlich immer ins Fernsehen einladen. Klar, verstehe schon, wegen der Ausgewogenheit. Aber man muss es mit der Ausgewogenheit ja auch nicht übertreiben. Man lädt ja auch nicht in jede Naturwissenschaftssendung Leute ein, die behaupten, die Erde sei eine Scheibe. Aber wieso hat die Meinung solcher Scharlatane keinen Anspruch auf die ausgewogene Repräsentation, die von Herrn Felderer und den anderen hochseriösen Experten aber schon